Enthaltungen? Beides nicht der Fall. Und damit ist diese Überweisungsempfehlung so angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 6115. Spione unerwünscht. Wissen über sichere E-Mail-Kommunikation verbreiten. Ich darf noch hinweisen auf den Änderungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Piraten mit der Drucksache Nummer 6203. Öffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Schwert das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und hinter den Bildschirmen. E-Mails stellen heutzutage den Dreh- und Angelpunkt elektronischer Kommunikation dar. Wir versenden auf diese Weise Bewerbungen, Angebote, Verträge. Wir senden Grüße, Liebesbriefe, Berichten aus unserem Privatleben. All diese Nachrichten sind alleine für die Augen des Empfängers bestimmt. Leider ist die E-Mail von Hause aus keine sichere Kommunikationsform. Sie reist in der Regel offen lesbar durch die Datennetze und wird unverschlüsselt auf den für den Transport zuständigen Servern abgelegt. Die sogenannte E-Mail Made in Germany ist keine Lösung, denn hier wird nur eine Transportverschlüsselung eingesetzt, die auf einem einzelnen Zertifikat beruht. Einmal geknackt, sind alle Transporte unsicher. Zudem gilt das zugrunde liegende Verfahren als kompromittiert. Diese Art der Transportverschlüsselung existiert schon seit vielen Jahren. Das als neue Form der Sicherheit zu bewerben, ist eine fiese kleine Masche der Marketingabteilungen, nichts weiter. Auch die DE-Mail ist nicht sicher, denn auch hier ist nur ein einziges Transportzertifikat im Einsatz. Das ist so katastrophal schlecht, dass man ein Bundesgesetz verabschieden musste, um die DE-Mail überhaupt als sicher zu definieren. Jeder Sicherheitsexperte lacht sich darüber kaputt. Der Autor und IT-Sicherheitsexperte Linus Neumann nannte die DE-Mail Bullshit made in Germany. Und in beiden Fällen liegen die E-Mails auf dem zum Transport verwendeten Servern unverschlüsselt vor. Dass solche Daten Hackern in die Hände fallen, beweisen die fast täglichen Nachrichten über sogenannte Datendiebstähle. Denn das sind ja auch nur die Spitze des Eisbergs, diese bekannt gewordenen Fälle. Über die Spionage westlicher Geheimdienste haben wir in den vergangenen Wochen hier viel geredet. Fest steht, dass der amerikanische und der britische Geheimdienst massenhaft E-Mail-Kommunikation auch deutscher Unternehmen, Behörden und Bürger abfängt, speichert und auswertet. Aber auch die deutschen Geheimdienste sind nicht untätig. Wie das sogenannte BND-Dossier aus den Unterlagen Edward Snowdens belegt, sind deutsche Geheimdienste an der Überwachung beteiligt. Der Bundesnachrichtendienst hat demnach massenhaft Daten deutscher an andere Geheimdienste weitergegeben. Am deutschen Internetknoten DZIX überwacht der sogenannte Auslandsgeheimdienst BND einen großen Teil der Internetkommunikation. Obwohl ihm die Überwachung von Bürgern unseres Landes nur nach richterlicher Anweisung erlaubt ist, wertet er auch hier Millionen von E-Mails von deutschen Bürgern aus, wenn diese zufälligerweise eine E-Mail-Adresse haben, die nicht auf .de endet. Denken Sie nur an die Millionen Deutsche mit googlemail.com oder gmx.net-Adressen oder an die Unternehmen, die aufgrund der Internationalisierung .com-Domains nutzen. Dieses Vorgehen des Auslandsnachrichtendienstes BND ist meines Erachtens nach illegal und klar verfassungswidrig. Dabei gibt es auch heute schon eine Lösung, wie man sich wirksam gegen Datenklau und Bespitzelung wehren kann. Die Verschlüsselung darin ist stark und reicht vom Sender lückenlos bis zum Empfänger. Das Verfahren ist erprobt und schon jahrelang im Einsatz. Auf PGP bzw. GNU-PG setzen viele Menschen sowie Institutionen weltweit. Und das Ganze ist kostenlos möglich. Leider ist das Wissen über diese Technik noch nicht weit verbreitet. Und die Technik ist auch noch nicht ausreichend intuitiv bedienbar. Und es funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger es gleichermaßen verwenden. Wir fordern im vorliegenden Antrag die Landesregierung und ihre Ministerien und Behörden auf, Vorreiter und Vorbild zu sein und freuen uns, dass unsere Initiative von der Landesregierung und den sie tragenden Parteien in einem gemeinsamen Antrag aufgenommen worden ist. Für die gute Zusammenarbeit möchte ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen. Erklärende Angebote zur E-Mail-Verschlüsselung werden prominent platziert werden und auf den verschiedenen Internetkanälen verbreitet. Und selbstverständlich werden alle öffentlichen Stellen, die mit Bürgern und Unternehmen kommunizieren, diese sichere Möglichkeiten prüfen. Das alles kostet das Land nicht viel,
setzt aber ein Zeichen, dass wir Datensicherheit und Privatsphäre in unserem Bundesland ernst nehmen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen ist das keine Symbolpolitik, sondern eine ganz handfeste Maßnahme, die den Unternehmen und Bürgern unseres Landes einen unmittelbaren Gewinn an Sicherheit gibt. Herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Geier. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in der digitalen Welt wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung immer mehr zu einem wesentlichen Bestandteil der Persönlichkeitsrechte. Auch wenn es keine explizite Nennung im Grundgesetz erfährt, ist das Recht, über die Verwendung der eigenen Daten selbst zu entscheiden, nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil. Mit der Digitalisierung des privaten und öffentlichen Lebens ist der Staat, der Gesetzgeber, sind wir gefordert zu handeln und die Bürgerinnen und Bürger in NRW zu schützen. Aus diesem Grund freue ich mich, dass wir heute nicht nur über den Schutz von persönlichen Daten reden, sondern auch die Möglichkeit haben, etwas für die Datensicherheit zu tun. Denn die Sicherheit von persönlichen Informationen ist ein wichtiger Beitrag zur Wahrung bzw. zur Stärkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Eine wesentliche Grundlage für die Sicherheit der eigenen Daten ist die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger zum einen über die Gefahren von Missbrauch, Kriminalität und Spionage im Internet und zum anderen über die Möglichkeiten des eigenen Schutzes im World Wide Web. Die Internetseiten der Landesregierung und ihre nachrangigen Behörden sollen zu diesem Zweck an geeigneten, aber vor allem an gut sichtbaren Stellen Informationen zur verschlüsselten Kommunikation aufweisen und Internetnutzern für die Problematik sensibilisieren. Gleiches gilt für die Social-Media-Kanäle. Die Informationen über Internetauftritte und Social-Media-Kanäle kann aber nur ein Schritt von mehreren sein. Deshalb ist es ebenfalls notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger NRWs die Möglichkeit erhalten, Verschlüsselte mit den Landesbehörden zu kommunizieren. Aus diesem Grund unterstützen wir die Intention der Piraten, Möglichkeiten zu prüfen und Maßnahmen vorzubereiten, die gewährleisten, dass die Menschen via Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit der Landesregierung, ihren Ministerien und Behörden kommunizieren können. Denn wir müssen es Unbefugten so schwer wie möglich machen, an meine, an ihre, an unsere Daten zu gelangen. Deshalb müssen wir die digitale Kommunikation so sicher wie möglich machen. Das kann nur mit einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewährleistet werden. Wichtig ist es dabei auch, dass die Verschlüsselung für die Bürgerinnen und Bürger mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die sichere Kommunikation mit den Behörden darf nämlich nicht abhängig von der Größe des Geldbeutels sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Hegemann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bevor ich zu dem Antrag der Piraten und dem Änderungsantrag der SPD oder der SPD-Grünen-Fraktion ein paar Sätze sage, erlauben Sie mir den Hinweis, dass heute ein schlechter Tag ist für alle diejenigen, die Sicherheit im Netz haben wollen. Das Rechercheteam vom Süddeutschen Rundfunk WDR und von der Süddeutschen Zeitung WDR und NDR hat festgestellt, dass von der NSA all diejenigen, jetzt sage ich mal, angegriffen werden, die ihre E-Mails verschlüsseln wollen. Also sobald einer an die Verschlüsselung geht, macht er sich verdächtig und wird erst recht abgeschöpft. Man könnte fast zynisch sagen, wer eine sichere E-Mail verschicken will, sollte sie besser nicht verschlüsseln. Dann macht da niemand darauf aufmerksam. Aber das ist schon ein Skandal und da in dem analytischen Teil, Herr Schwert, stimme ich mit Ihnen völlig überein. Auch die Betroffenheit, dass es sowas gibt. Was der Antrag allerdings beiträgt, dieses Problem zu lösen, ist doch eher etwas bescheiden. Also wer seine E-Mails verschlüsseln will, und da wette ich mit Ihnen, der klickt nicht an grundramschneider.de und auch nicht Svenja Schulze. Der holt sich nicht seine Nachricht von der Landesregierung. Wenn Sie das Suchwort E-Mail verschlüsseln eingeben, bekommen Sie im Netz 3 Millionen Hinweise. 3 Millionen Hinweise. Also Sie brauchen nicht, jeder, der mit dem Instrument E-Mail umgehen kann, kann auch eine Suchmaschine bedienen. Und dann bekommen Sie Hinweise, ich habe mir mal eine rausgeholt von verbrauchersicheronline.de. Und Sie bekommen Anleitungen, auch für
jetzt sage ich mal Volltrottel wie mich, wie man E-Mails verschlüsseln kann. Also da jetzt, ich bin da dabei, wenn Sie der Landesregierung mangelnde Aktivität vorwerfen, in vielen Bereichen. Aber zu sagen, da Landesregierung hast du noch ein großes Defizit, also das kann nicht Aufgabe der Landesregierung sein. Es wird jetzt weiße Salbe verteilt. Änderungsantrag, Sie tun so, als wenn Sie was ändern wollen. Wie sieht die Realität aus? Da, wo Sie was ändern können, nämlich die Kommunikation des Bürgers mit der Landesregierung, eine sichere Anfang-zu-Ende-Verbindung, da sagen Sie in Ihrem Antrag, für Bürgerinnen und Bürger ist die Möglichkeit zu prüfen, ob sowas geht. Sie sagen nicht, ist in angemessener Zeit herzustellen, die Möglichkeit zu prüfen, das ist das Billigste, was Sie haben können. Damit sind Sie zufrieden. Damit sind Sie zufrieden und machen einen gemeinsamen Antrag mit der Landesregierung, damit Sie mal den Erfolg haben, dass Sie irgendwo erklären können, die Landesregierung ist auf unsere Vorschläge eingegangen. Das ist doch wirklich eine billige Geschichte. Herr Kollege, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Herr Kollege Schwert von den Piraten würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich vermute, die lassen Sie zu. Richtig, Herr Präsident. Schließe ich daraus, dass ich die Frage stellen darf. Herzlichen Dank. Ist Ihnen aufgefallen, durch den Vergleich des Ursprungsantrags von uns mit dem Änderungsantrag, den wir gemeinsam gestellt haben, dass wir Piraten durchaus ursprünglich gefordert haben, dass das einzurichten ist, Punkt, und dass uns die regierungstragenden Fraktionen darum gebeten haben, daraus einen Prüfauftrag zu machen? Das habe ich gemerkt. Deshalb sage ich ja, wie billig Sie zu haben sind. Sie fordern das mit großer Werbe. Das ist das einzig Konkrete in Ihrem Antrag. Und dann, das ist ja geschickt, ich muss ja sagen, à la Bonheur von den Regierungsfraktionen. Die sagen, die fangen wir jetzt ein, sagen, wir nehmen das als Prüfauftrag mit, sagen, dass wir auf unseren Internetseiten dafür werben und bei Facebook, und schon sind sie zufrieden. Also gut, wenn Sie das zufriedenstellt, soll es so sein. Damit ist aber kein Stück Sicherheit für den Bürger in Nordrhein-Westfalen gegeben. Und ich lobe die Landesregierung jetzt schon fast zum zweiten Mal, mir ist das peinlich. Ich sag's doch. Wenn Sie auch noch mal darauf hingewiesen hätten, wie man Wirtschaftsspionage begeht, und ich weiß, dass der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen Wirtschaftsunternehmen berät und auch gut berät, das ist ein mindestens großes Problem, dass Bürger beraten werden, dass sie nicht abgefischt werden bei Kontoüberweisungen. Und jeder in Ihrem Bekanntenkreis hat irgendjemand, der schon eine Zahlung nach Kenia oder in die Mongolei geleistet hat. Das ist, genau, es ist nicht verschlüsselt, und da müssen wir was tun. Ich sage nicht, dass es unnütz ist, was Sie fordern. Ganz im Gegenteil, ich wünsche mir eine sichere Verbindung. Die ist aber schwer zu bekommen, machen wir uns nichts vor. Deshalb, der Analyseteil ist okay. Da sind wir uns einig, aber dass wir kurz oder lang und erst recht nicht mit Ihrem Antrag ein Stück mehr Sicherheit leisten. Deshalb sage ich nochmal, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie leicht Sie zu haben sind, hätte ich ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Versuch unternommen, dass Sie einen gemeinsamen Antrag mit uns machen. Aber es muss auch nicht sein. Es muss auch nicht sein, und ganz besonders im Thema. Herr Eiskirch, erzählen Sie mal, was war? Also bevor Herr Eiskirch jetzt das Wort bekommt, möchte ich Sie fragen, ob Sie noch eine Frage von Herrn Kollegen Herrmann zulassen. Ja. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Hegemann, dass Sie die Frage zulassen. Wir haben uns entschlossen, kleine Brötchen, also in kleinen Schritten weiterzugehen. Ist Ihnen bekannt, erinnern Sie sich, dass wir vor nicht allzu langer Zeit einen Antrag Yes, we scan, Bürger und Unternehmen in NRW verschlüsselte Kommunikation zugestehen, dass wir diesen Antrag im Innenausschuss beraten haben. Sie haben ihn, glaube ich, abgelehnt. Ist Ihnen bekannt, dass wir den beraten haben, und wie ist Ihre Position? Ja, ich bin zwar relativ alt, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Sie den gestellt haben, Yes, we scan. Ich kann mich sehr gut erinnern, aber da ging es nicht nur um Beratung von Wirtschaftsunternehmen. Da haben Sie andere abstruse Forderungen gestellt. Ja, also ich darf nur auch noch mal an die Regierungsfraktionen Folgendes sagen. Wenn es denn stimmt, was Herr Snowden sagt, und Sie lieben den ja so heiß und innig und wollen ja unbedingt nach Deutschland vorladen. Snowden hat erklärt, dass es zwischen Bundesnachrichtendienst und NSA eine Vereinbarung gibt, Nachrichten weiterzuleiten. Das seit dem Jahre 2002. Damals hieß der Innenminister Chili und der Außenminister
Joschka Fischer. Und wenn Sie heute glaubhaft machen können, die hätten davon nichts gewusst, dann setze ich mich jetzt mit einem Flickflack auf meinen Platz zurück. Vielen Dank, Herr Kollege Hegemann. Über dieses freundliche Angebot am Ende Ihrer Rede müssen wir, glaube ich, alle noch mal vertieft nachdenken. Und während wir das tun, hören wir Herrn Kollegen Bolte zu, der für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen als Nächster das Wort hat. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Artistik, Herr Kollege Hegemann, die Sie uns jetzt am Ende versprochen haben, die war tatsächlich in Ihrem Redebeitrag drin. In 5 Minuten 3 unterschiedliche Positionen einzunehmen zu diesem Thema, das muss ich sagen, ist schon aller Ehren wert. Erst ist es Quatsch, dann geht es nicht weit genug, dann machen wir zu viel. Jetzt müssten Sie sich schon irgendwie entscheiden. Und ich meine, Sie haben oft genug gesagt, dass das mit der Verschlüsselung alles nicht funktioniert und dass das alles irgendwie überflüssig ist. Also da denken Sie einfach nochmal drüber nach, was jetzt eigentlich Ihre Position ist. Sie haben ja noch einen Moment Zeit, bis wir zur Abstimmung kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen nicht erst seit den Enthüllungen Edward Snowdens, wie wichtig sichere Kommunikation ist, aber es gibt nach wie vor sehr viele Menschen, die sagen, das ist alles kompliziert, das ist, ich habe ja nichts zu verbergen oder die Informationen, die ich habe, sind irgendwie unwichtig. Denen kann man nur sagen, liebe Leute, nein, im demokratischen Rechtsstaat kommt es gerade darauf an, Privatsphäre wirksam zu schützen, denn jede und jeder von uns hat etwas zu verbergen, hat etwas Privates, hat kleine oder auch größere Geheimnisse, hat Gedanken, die er nur mit sich selbst oder einem ganz engen Kreis von Vertrauten teilen möchte, und das verdient seinen Schutz. Genauso verdient es aber auch Schutz, in Kontakt mit öffentlichen Stellen zu treten, und an dieser Stelle erreichen wir mit dem Antrag, den wir hier vorlegen, ja, es ist tatsächlich nur ein Prüfauftrag, aber am Ende eines Prüfauftrags vermuten wir natürlich zunächst mal einen positiven Ausgang dieses Prüfverfahrens. Wir sind ja auch sehr optimistisch drauf grundsätzlich, und deswegen gehen wir schon davon aus, dass wir mit dem heutigen Prüfauftrag ja einen großen Schritt machen. Und wenn man sich die Debatte anschaut, wie wir vor 1,5 Jahren diskutiert haben, vor 2 Jahren, wie wir heute diskutieren, dann ist da schon sind wir schon einen Schritt vorangekommen, ist das alles sehr lösungsorientiert, wie wir hier beraten, haben wir auch an der einen oder anderen Stelle uns vielleicht auch einfach in den Positionen auch angenähert, was sinnvoll ist, wie weit es realisierbar ist, das, was sinnvoll ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, machen wir uns, glaube ich, heute auf einen sehr, sehr guten Weg. Ich finde es wichtig, dass eine moderne Verwaltung sich auch mit solchen Fragen beschäftigt, dass sie da auch vorangeht und eine Vorbildfunktion bereit ist einzunehmen. Denn nur dadurch wird das Wissen über sichere Kommunikation breitgestreut und vorangebracht. Dieses Wissen stärken wir, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, auch durch zahlreiche Maßnahmen der Medien- und Datenschutzkompetenz. Das ist ein Aspekt, der im ursprünglichen Antrag schon drin war, der von uns im gemeinsamen Änderungsantrag jetzt so ein bisschen gestärkt wird. Wir haben, wenn Sie sich erinnern, die Kolleginnen und Kollegen, die die Debatte seit 2010 oder auch noch länger verfolgen, wir haben als rot-grüne Mehrheit den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gestärkt, auch personell gestärkt in seiner Ausstattung. Auch der LDI hat inzwischen seine Angebote zur Förderung der Datenschutzkompetenz ausbauen können, auch im Zusammenspiel mit anderen zuständigen Stellen. Das finde ich etwas sehr, sehr Begrüßenswertes. Insgesamt werden jedes Jahr viele tausend Menschen von den Angeboten der Landesanstalt für Medien, aber auch vieler freier Träger zur Förderung von Medien- und Datenschutzkompetenz erreicht. Und das sind, glaube ich, sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Schritte, die wir da machen. Und ich glaube, wenn man das dann um solche Aspekte wie Sicherheit in der Kommunikation, wie Verschlüsselung ausweitet, dann macht das durchaus Sinn. Abschließend
ein herzlicher Dank tatsächlich. Es ist nicht immer einfach, sich innerhalb von einer Woche zu einigen auf eine Textfassung. Das ist uns an dieser Stelle gelungen. Und insofern herzlichen Dank an die Piratenfraktion, aber auch herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen von den Sozialdemokraten, Kollegen Geier und Stotko, mit denen wir da wirklich gut zusammengearbeitet haben. Gerne auch mehr davon, denn dieses Thema ist sicherlich zu wichtig, um es alleine nach kleinen parteitaktischen Karos zu beurteilen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Ort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema E-Mail-Kommunikation ist ein sehr wichtiges und wir haben heute Morgen ja alle auch die Pressemeldungen dazu gehört und die Berichte über die Debatte im Bundestag, in den Ausschüssen dazu und was alles andere ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NSA so sagen. Insofern kann ich für die Liberalen sagen, dass für uns es auch wichtig ist, sich dieses Themas anzunehmen. Wir begrüßen das sehr, dass wir hier über solche Dinge sprechen. Gleichwohl, wenn man mal sich den Antrag anguckt, im Kern bleibt ja nicht viel an Inhalt über, meine Damen und Herren. Und insofern wundert es mich schon, dass die Kolleginnen und Kollegen der Piraten sich mehr oder weniger dann mit den Sozialdemokraten und Grünen darauf verständigt haben, dass sie die Landesregierung für ihre Arbeit loben. Und ich glaube, das entleert schon Ihren Antrag ein wenig. Und ich bin der Ansicht, dass wir hier überall, nicht nur bei der E-Mail-Kommunikation, sondern in vielen Bereichen einfach weiterdenken müssen, was die Herausforderungen in Zeiten der Datentransfers sind. Es gibt keine Königswege. Insofern würden wir heute sagen, dass wir diesen Antrag zur Kenntnis nehmen, wir uns enthalten, aber wir glauben, dass man damit jedenfalls noch nicht definitiv zur Sicherheit in den Netzen und bei der E-Mail-Kommunikation beigetragen hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ort. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich glaube, ein wichtiges Mittel, um E-Mail-Verkehr in der Tat sicherer zu machen, dass das noch nicht in dem Maße genutzt wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen, hat nichts mit dem mangelnden Sicherheitsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu tun. Da sollten wir sie nicht unterschätzen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass es so wenig genutzt wird, dass das ganze Verfahren nach wie vor viel zu kompliziert ist, dass es wenig nutzerfreundlich ist und dass der normale User wie Herr Hegemann, der sich ja selbst gerade als eine bestimmte Art von User im Internet geoutet hat, dass das nicht vernünftig zu nutzen ist. In diese Richtung geht übrigens auch Dr. Galken, immerhin anerkannter Forscher der Freien Universität Berlin. Er sagt, dass übrigens als Sachverständiger im NSA-Untersuchungsausschuss bislang sei die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch furchtbar kompliziert und nutzerfeindlich. Die Technik müsse dringend laientauglicher werden. So ist es. Und wir müssen einen Gesichtspunkt unbedingt im Auge behalten. Es darf nicht dazu führen, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung am Ende zu weniger und nicht zu mehr Sicherheit führt. Weniger, das droht, wenn die IT-Architektur, die wir im Lande Nordrhein-Westfalen haben, das ist nämlich die Firewalls, die Sicherheitssoftware an einer Stelle gibt, dass an denen nicht vorbei verschlüsselte E-Mails geleitet werden, auf denen Schadsoftware draufgepackt wurde. Das müssen wir im Auge behalten, wenn wir beurteilen wollen, ob man diese Form der Verschlüsselung bei den Mails ausbauen will oder nicht. Das ist eine zwingende Voraussetzung. Am Ende darf nicht weniger Sicherheit da sein, sondern es muss als zwingende Voraussetzung mehr Sicherheit da sein. Meine Damen und Herren, beim Thema Verschlüsselung fangen wir in der Landesverwaltung nicht bei Null an. In vielen Bereichen haben wir das auch schon mit Erfolg umgesetzt, beispielsweise im Bereich der elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfächer. Eine verschlüsselte Kommunikation mit einer Behörde, also nicht unmittelbar von Mitarbeitern zu Mitarbeitern, ist aber ein sicherlich guter Zugewinn an Sicherheit. Aber an einer Stelle bin ich mit Ihnen wirklich auseinander, trotz dieses gemeinsamen Antrages.
Die E-Mail als Bullshit Deutschland zu bezeichnen, ist, glaube ich, falsch. Das sehen andere ganz anders, Herr Schwert. Und deshalb ist es gut, dass wir versuchen, auch diesen Bereich einer Mailstruktur so auszubauen, dass es zu einer etwas sicheren Kommunikation, sichereren Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern kommen kann. Außerdem prüft der CIO zurzeit eine Übergangslösung für das Verschlüsselungsverfahren PGP für unsere Behörden und Einrichtungen angeboten werden kann. Manchmal hat man das Gefühl, man redet hier und jetzt hört gar keiner mehr zu. Aber nein, ich will mich darüber nicht beschweren. Das war keine Kritik am Parlament. Das war keine Kritik am Parlament. Das ist eine Prüfung, eine Alternative. Und das werden wir auch weiter versuchen auszubauen, dieses PGP-System. Wir werden selbstverständlich den Landtag unterrichten, welche Erfolge wir damit erzielt haben und ob ein weiterer Ausbau erforderlich erscheint und möglich ist. Und unabhängig davon werden wir als Landesregierung parallel dazu die Medienkompetenz versuchen, von Usern im Internet, die auf die Seite Land NRW gehen, weiter zu stützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt erteile ich noch einmal für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort, der fest zugesagt hat, sich an die 19 Sekunden Redezeit zu halten. Das mache ich. Die Uhr läuft, Herr Kollege, bitte. Herr Hegemann, seien Sie gewiss, wir werden die Prüfung durch die Landesregierung genau begleiten und auch mit entsprechenden Anträgen reagieren. Im Übrigen, Herr Hegemann und Herr Dr. Orth, ich glaube, wir sind mit dieser Art der Politik in diesem Parlament allemal erfolgreicher, als Sie das sind. Im Übrigen freue ich mich sehr auf den Flickflack. Herzlichen Dank. Vielen Dank, in der Tat, das waren genau 19 Sekunden. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind somit am Schluss der Aussprache angekommen und kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir nun, und zwar erstens über den Änderungsantrag der Fraktion von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Piraten in Drucksache 6203. Wer ist für diesen Änderungsantrag? Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die Piraten. Danke sehr. Wer stimmt gegen den Änderungsantrag? Das ist die CDU-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? Keine Stimmenthaltung. Dann stelle ich fest, dass der Änderungsantrag in Drucksache 6203 stelle ich. Darf ich noch mal nachfragen? FDP-Fraktion hat sich enthalten? Das kann ich nicht feststellen. Also, ohne Votum der FDP-Fraktion ist der Änderungsantrag in Drucksache 6203 damit angenommen. Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 6115, und zwar über den Inhalt des ja soeben geänderten Antrags. Wer ist für diesen Antrag? Den darf ich um das Handzeichen bitten. SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Piratenfraktion, danke sehr. Wer ist gegen diesen Antrag? CDU-Fraktion, wer enthält sich? Die FDP-Fraktion, danke sehr. Damit ist der Antrag Drucksache 6115 in der geänderten Fassung angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, erste Lesung des Gesetzes.